Hallo, willkommen zur gefickten Lego-Unterhaltung. Heute mit der Rat von Elrond. Da wird mir Thorsten wieder gleich helfen, das mit mir zusammenzubauen. Das wenn er nett ist, helfe ich. Hat nur 243 Teile. Mal gucken, wie lange wir dafür benötigen. Viel Spaß beim Zusehen. So, da sind wir jetzt zu zweit. Schönen guten Morgen, in unserem Fall. Ja, stimmt, in unserem Fall guten Morgen. So, Rat von Elrond, wie gesagt. Und endlich kann ich mitreden. Ja, endlich. Weil Tobias hat mich dazu verdonnert, die Trilogie an Silvesterabend, das heißt Abend, von morgens bis in die Nacht haben wir es geguckt. Ja, wir haben mittags schon angefangen und dann, nee, morgens schon angefangen und wann nachmittags fertig? Nachmittags? Um 10:30 waren wir durch. 9:30 oder was? Von 9:30 bis 10:30 mit Pause. Mit Pausen, ja. Ja. Genau. Ich habe darauf bestanden, dass wir mal rausgehen. War gut so, ja. Ja, man musste zwischendurch. Ja, Extended. Super Vision mit Momo-Sound, ihr wisst, was ich da mache. Genau. Ja, cool. Zwei Päckchen, fangen wir mit eins an. Zwei Tüten, genau. Mission hat gegeben. Aber die Anleitung ist gut. Wie gut. Uns wird wieder gezeigt, was wir zu tun haben mit den Päckchen. Wir sollen sie nicht aufreißen und die Steine rocken. Geht das doch? Ja, ja. Oh, wie süß. Wir sollen aber mit zwei anfangen. Nee, doch, eins, zwei. Oh. Wenn wir 10 Tüten haben, kriegen wir 10 mal das. Oh, geil. Das ist eigentlich. So. Das finde ich toll, dass selbst, also. Selbst der Ring. Selbst, hier sind sogar zwei Ringe bei. Oh mein Gott, Filmfehler. Fail, genau. Fail. Was machst du denn da? Den Helm. Oh. Ist der separat eingepackt? Der ist separat eingepackt. Vom Gimli? Vom Gimli, genau. Ich weiß, wer Gimli ist. Ey. Das soll man nicht meinen. So, ich hole euch wieder näher ran, damit wir wieder was sehen können. Ansonsten labern wir uns einen Wolf und ihr wisst nicht, worüber wir sprechen. So, du machst mal wieder die Männchen. Das ist ja dein Part. Ja. Ich kümmere mich um die Charakter, wie ich das kann. Ich darf es halt nur nicht vertauschen, wie sonst. Ja, jetzt weißt du ja, wer er ist. Ja, aber. Sogar drei Ränge. Drei? Kriegen wir den Rest auch mal zusammen? Ja, wie viele gab es nochmal? 15 Ränge? Hast du ausgerechnet? 14 Ränge? Achso. Hast du auch ausgerechnet? Ja, ich überlege gerade, woran ich das festgemacht habe. 9 von den Menschen. 3, nee, ja doch. Ich glaube, 15 waren es. Ja, auf jeden Fall gab es mehr als diesen einen. Deswegen haben wir ja zum Schluss schon ein bisschen uns drunter unterhalten. Was ist mit den anderen Ringen? Das wird nicht geklärt. Fortsetzung. Genau. Weil die anderen Ringe wurden ja nicht zerstört. Gut, der eine Ring hatte irgendwie mehr Macht und so. Ich sag immer noch irgendwie, das hängt einfach damit zusammen, weil ich hab's zwar gesehen, mein Genre bleibt es aber nicht. Es war immer interessant zu wissen, wie alles so zusammenhängt. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gucken es direkt hintereinander. Dann kannst du auch die Geschichte besser verfolgen. Auf jeden Fall. Wenn du da erst 2 Wochen Pause hast, dann sitzt du wieder da. Ja, und was war nun? Sind das unterschiedlich braun? Ne, die sind identisch, ne? Die sind gleich, ja. Auch von der Höhe, weil der Zwerg ist genauso groß oder klein, wie du es sehen willst. Erst kommt der Bart und dann der Kopf. Ja. Ach so, das ist der Bart. Ich dachte, das wären die Haare. Oh Gott, geht schon wieder los. Ich darf schon mal umblättern, ja? Ich glaube schon. Gut. Mach aber langsam. Ja, ich bin schon dabei hier. Ihn machen wir mal stinkig, der guckt immer so stinkig. Der guckt nicht stinkig. Doch, der guckt. Gimli guckt nicht stinkig. Gimli guckt stinkig. Der beschwert sich immer, wenn er nichts zum Abschlachten kriegt. Er macht ja diesen Wettkampf mit Legolas, wie viel Orks, wer am meisten Orks tötet. Ja, aber er hat's aber angezettelt. Er hat's angezettelt, ja. Du bist schon wieder weiter. Weil er fängt ja irgendwann an zu zählen, dann fängt der andere an zu zählen und dann, den einen hast du aber zweimal gezählt und dann geht er los. Aber zum Schluss ist es dann doch egal. Zum Schluss ist es dann doch egal, ja. Richtig.
Das soll ihnen zeigen, dass sie dann doch Freunde werden, ne? Ja, klar. Wie das so ist. Wie das so ist, genau. Erst hat man sich, dann mag man sich. Erst hat man sich, dann hat man sich. Da. So. Ja, bei Aarons Rat, was wir jetzt gerade zusammenbauen, da kommt es ja vor, dass sich da die Gemeinschaft bildet, ne? Die Gemeinschaft des Ringes. Aber wenn man sich das genau betrachtet, auch eher unfreiwillig, ne? Wer hätte Frodo den Finger nicht gehoben, hätten sie weiter diskutiert. Richtig, richtig. Ach, du warst. Ja, ich bin so frei, dass ich das mache. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja? Ist, ja. Ist das schon so, Papi? Auch so. Ne, hätte er nicht gesagt, okay, ich mach das. Hätten sie sich noch weiter gestritten. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Vor allem, wie Gandalf dann guckt, oh nein, jetzt meldet sich doch Bilbo. Ne? Weil er ihm das nicht zumuten wollte. Es war vielleicht von Anfang an so gedacht, also jetzt klar vom Autor sowieso, aber auch wenn man drüber nachdenkt, der Ring sucht sich ja immer seinen Besitzer, heißt es ja. Genau, richtig. Dass der Ring einfach wollte, wenn nicht jemand vernichtet, dann bitte der wahre Erbe. Ja. Ansonsten hätte der Ring ja abhauen können, wie das immer so macht. Das stimmt, hätte er. Ist jetzt ziemlich abstrakt gesprochen, muss man so sehen, aber trotz alledem. Ach so, da kommt jetzt das andere. Hier dazwischen. Da drüben. Ah, ja, okay. So als Brücke. Oh la la, Abrück. Einsteinblück. Ah. Ja, genau. Kommentare, der Politiker. Kommentare zu diesem Gag bitte streichen. So. Sieht halt fast aus wie so ein Raumschiff. Ja, Star Trek gibt es auch für Lego? Ich glaube nicht, ne? Star Wars, ja. Was? Star Trek? Mm-mm. Nee, das, was mir gefällt, natürlich wieder nicht. Ja, wenn das Lego jetzt hier sieht, vielleicht überlegen sie sich das ja dann. Okay. Ja, die können sich demnächst dann mit Disney ärgern. Ja, die können sich demnächst mit Disney ärgern. Oh, ich darf kleben. Ist ein zweiter Trailer rausgekommen jetzt, ne? Zum 7. Ich habe mir aber nicht angeguckt, gerade den ersten schon. Ist halt so. Ja. Zweiter Trailer kam raus, habe ich gesehen, ja. Hast du auch gesehen. Klar. Ja. Ich finde es lustig, dass die Menschen so Appetit... Achso, da kommt was drauf. Okay. Immer so Häppchen. Leg den mal einen Chappi vor, weißt du? Ja. Finde ich witzig. Ist gutes Marketing. Feuer. Das kommt jetzt hier so rein. Was hat denn das Auge dazu so? Ja, keine Ahnung. Das weißt du auch nicht, oder was? Normal ist es ja nicht zu suchen. Das stimmt schon. Das kommt ja selbst im Film nicht in dieser Szene vor. Doch, also wenn Gimli da drauf legt, dann kommt er kurz. Was soll das, kommt hier rein? Ah. Dann kommt ja kurz dieses Auge. Dann leuchtet das ja kurz auf, wenn er da draufsteckt. Ja, ganz kurz aber nur. Minimal. Er ist immer da. Das Auge finde ich noch mit am besten animiert. Gerade diese eine Szene. Kurz vorm Ende. Ich weiß, was du meinst. Ich wo er das Auge rüber guckt. Ja. Genau. Das stimmt. Ich finde den ganzen Film ja so geil, ne? Ach was. Die ganze Trilogie. Tobias meint ja, als wir ihn zu Ende gesehen haben, ich könnte jetzt direkt wieder von vorne anfangen. Genau. Das ist dann was so bei dem Film, ich weiß auch nicht. Ja, es gibt so Filme, die kann man sich öfter angucken. Ja, gibt es. Ja, das kommt jetzt hier drauf. Okay. Aha. Das ist Hochfeuer. Gucken, wohin das führt. Ja, mal gucken. Ne? Wieder mit Katapultmechanismus. Ja, den kennen wir ja. Den kennen wir, genau. Ja, auf die Szene war ich ja dann doch gespannt mit Gimli, wie er da. Ja, wie er darüber gelaufen ist und wie er da. Ja. Ja, wenn man das nur erzählt bekommt, ist das eine andere Wirklichkeit. Ja, klar.
Als wenn man sieht. Als wenn man sieht. Ah, da ist... Ah ja, okay. Aber was passiert da im Film? Was hat das mit dem Film zu tun? Ja, der Gimli wird ja kurz zurückgeschleudert. Das war meine Idee mit dem, ne? Also kannst du es mit darstellen. Boah, da gehört aber viel Interpretationskraft rein. Wieso? Das ist doch so. Ja, wenn man die Filme 20 Mal gesehen hat, versteht man. Das versteht man auch so. Das versteht jeder Mensch, der das sieht, der weiß, was damit gemeint ist. Ja. Ist das jetzt der 3 oder der 2? Zwei. Der 2er, ne? Mhm. Oder gibt es auch noch als 3er? Ja, hab ich gesehen. So, 2 frei und dann. Herr der Ringe als Abiturstoff. Ja, da viele Interpretationsmöglichkeiten, also von daher. In eine Richtung. Genau. Bitte transportieren Sie die Verhältnisse in Mittelerde auf das 20. Jahrhundert. Hm. Ja, was den Krieg angeht, ist man gar nicht so weit weg. Das stimmt, ja, leider. Ja, das stimmt. Hier kommt ausgerechnet keiner hin. Oh, die haben sogar Ventilatoren gehabt. Das sind keine Ventilatoren. Für mich sind das Ventilatoren. Achso, nur dann mach halt. Da kommen die Stühle drauf, oder? Denke ich auch. Die hat noch keine Drehstühle. Das ist was Modernes. Ja. Die sind vor ihrer Zeit. Wer den Ring schon vor sich liegen hat, darf auch einen Drehstuhl haben. So, und da. Der Tisch, das hätte ich verstanden. Das ist der Tisch, ja. Ja. Und der ist nicht drehbar. Nee, komischerweise nicht. So, jetzt kommen die Dinger da wieder drauf. Auch 4 Stück. Ja. Und der letzte. Tada. Und dann kommt hier so eine Platte vorne. Sowas hier und die. So ein Bursche hier. Ja. Und der Ring kommt dann da drauf. Ich muss das erstmal richtig. Passt. Da der Ring zum Zerstören. Wo Gimli das eben versucht zu zerstören, muss man ja sagen. Hm. So, ich klebe schon mal, du kannst ja schon mal den Sitz bauen. Ja. Muss ich 3-mal kleben. Und du musst 3-mal bauen. Da, da, da. Jetzt ist nur die Frage, wie rum? So rum oder so rum? So rum. Ach, du hast einen Teil der Lehne schon da? Aber ich habe den. Ach, da. Okay, alles klar. Dann kann ich den da lassen. Den brauchst du dann noch. Ja, ich brauche nur diese Klappen. Klappen, da sind die Lehnen, mein Freund. Oder hast du auch Klappen an deinem Stuhl? Ja. Ich weiß schon. Das hätte ja auch bei der Wortvergabe anders kommen können. Finde ich sowieso mal witzig. Warum heißt der Stuhl Stuhl? Gibt ja so eine schöne Geschichte. Ein Tisch ist ein Tisch. Gibt das ja, stimmt. Mhm. Und kann man sich die Frage mal stellen, warum heißt ein Tisch ausgerechnet Tisch? Mhm. Gut, dann gibt es natürlich einen lateinischen Begriff, aber selbst da muss es ja irgendwo herkommen. Irgendwo muss es herkommen, genau. Kann man sich überlegen, ein Tisch hätte theoretisch auch Auto heißen können. Zum Beispiel, ja. Das wäre heutzutage dann völlig okay gewesen. Cool. Das ist jetzt hier Promi, wer wird Millionär? Da sitzt du dann schon mal zu zweit am Tisch. Es gab ja auch hier dieses Angestellten-Chef, wer wird Millionär? Da sind wir auch zu zweit da. Sollst du mit dem dann noch teilen oder was? Nee, der Chef hat das dann den ganzen Angestellten überlassen. Mhm. Vor der Kamera schon. Vor der Kamera schon. Hinter der Kamera so, Job oder Geld, kannst dir was aussuchen. Nein, glaube ich nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Angestellten und Chef. Ja, haben sie gemacht. Jetzt. Daraus kann auch Feindschaften entstehen. So, und der kommt. So. Es nimmt Form an.
Es nimmt Form an. So, jetzt kommt das Geäst. Ist das richtig, was er da gemacht hat? Ja. Dieser Ast muss doch eigentlich nach draußen weg. Ja, der ist nach draußen. Also ich sehe das so ruhig. Oder der ist hier falsch. Kann auch sein. Der ist hier falsch. Entschuldigung. Der muss so. Aha. Entschuldigung. Mein Fehler. Geht ja gut los. Ja, das war ja nur minimaler. Du weißt ja, ein Fehler pro Set muss sein. So, jetzt musst du nur die beiden noch korrigieren. Wieso? Die sind der okay. Eine zeigt über den Stuhl und der andere hier in die Richtung. Nee, wo muss das denn? Schon so richtig, Herr Wilhelm. Ja, im Grunde ist ja auch egal, das ist dein Baum. Ey. Genau wie mit den Segeln. Mit den Segeln, genau. Guck die Folge an, das ist sehr Diskussions. Haben wir sehr, sehr lange diskutiert. Ja, weil letztendlich. Achso, der geht andersrum. Letztendlich ist es wurscht gewesen, aber rein für die Optik war es in meinen Augen immer noch verkehrt, aber wurscht. Warum ist denn zwei Ölbereich? Zwei Ringe? Nee, hier. Das hier, dieser Zweier. Flup ohne passt noch nicht mal. Wir suchen eine Praktikantin, der diese Ringe hat. Nein. Nein, das macht um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Aber wir haben einen Zweier übrig, das war noch nicht. Ist halt so. Lego ist großzügig. Aber sehr großzügig. Ja, was sagt die Uhr? Das war auch schon die erste Folge. Ja, Viertelstündchen ist okay. Dann sehen wir uns bei Tütchen 2 wieder. Bis denn. Bis dann.